Da ist es so. 20 Erfahrungspunkte für so einen Feldräuber, das ist doch total die Frechheit. Greggity Greg Greg. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Siehst du? Genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Aber natürlich. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Tja, was haben wir denn alles für Tipps bekommen? Wegen der Stadtwache. Gebe ich jetzt mal alles schön weiter. Ja, schon eine Idee? Kräutersammler. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so. Ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie? Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Dort glaubt mir doch keine Sau. Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten Sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ja. Warte mal. Ich weiß schon nicht, dass ich dir deinen Arsch irgendwann hinterhertragen kann. So, mal gucken, da vorne steht glaube ich nichts mehr rum, nicht, dass der noch was aus dem Weg räumt, ne. Da vorne sind noch kleine Blutfliegen. Zwei Stück, wie es aussieht. Nein! Nicht, da ist nichts zu holen. Ja, wie gewohnt. So, meine Bauernkleidung ist weg. Jetzt stehe ich wieder nackter. Nackter. Magda nackter. Ja. Ich könnte auch theoretisch einfach an den Wachen vorbeilaufen. Das geht auch, indem man irgendwie hier hinter die Wache geht. Aber das finde ich langweilig. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Jetzt tue ich einen Speicher, nicht, dass mich der dann irgendwie nochmal angeht. Die Wachen sind übrigens unsterblich. Die kriegt man nie tot.
Gold. Gold. Einfach mal alles mitnehmen. Rostiges Schwert. Ah, ja, 30 Stärke. Das ist ja gar nichts. Jetzt sollte ich speichern, weil wenn jetzt die Raten hier runterkommen, habe ich ein Riesenproblem. Nein! Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Ich sag ja, Pfeile! Pfeile! Und tschüss. Hier kommt ihr nicht hoch. Habe ich echt keine Pfeile mehr? Ich habe keine Pfeile mehr. Wahnsinn. Eine Riesenratte hätte ich ja gerade noch eine Chance, aber die sind ja zu zweit, die feigen Säcke. Oh fuck. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Oh, die muss ich auch nochmal speichern. Das war ein Glückstreffer. Wow, noch ein Crit. Nichts zu plündern. Die 60 Erfahrungspunkte waren jetzt richtig gut. Da kann ich das Schaf, das er am Anfang 10 Erfahrungspunkte gebracht hat, doch richtig verkraften. Cool. Gut. Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, was mache ich denn hier? Du Hans, geh doch in die Stadt. Aber das gehört alles zu meinem Plan. Ja, und das da unten sind keine Jungen mehr. Die werde ich. Das sind ausgewachsene Exemplare, die mich one-hitten und ich sie nicht einmal mit meinem Zahnstocher kitzeln kann. Außer ich wäre natürlich stark, aber was ich natürlich nicht bin. Ah, nee, da komme ich nicht hoch. Wow, nicht springen. So. Perfekter Punkt zum Speichern, der unbesiegbare Gegner hat mich im Visier. Ich tue noch ein bisschen Pflänzchen pflücken und dann darf ich weglaufen. Hat doch super funktioniert. Nein, ich werde erstmal nicht auf den Weg hochgehen. Das sind Wölfe. Moment, das sind junge Wölfe eigentlich, oder? Ich tue mal einfach so, als wäre das ein junger Wolf. Das ist der Unterschied zwischen einem Wolf und einem jungen Wolf.
keine Chance. Also weiter unten im Graben bleiben. Folgt uns da was? Nee. Sinkt schon wieder die Steuerung, das ist doch... Ein Witz ist das. Den Mika brauche ich jetzt erstmal nicht. Den dem rede ich später. Das sind ausgewachsene oder sind das hier so Mini? Na, ich kann nicht mal zielen mit meinem Bogen. Okay, jetzt hat. Ja, ich habe gerade gespeichert und drei Pilze aufgehoben und wieder gespeichert. Okay, das ist eine normale. Einfach ignorieren, hören von alleine auf. Sag ich doch. So. Die da unten auch ignorieren, die Ratten. So, jetzt... Ihr seht, ich habe schon etwas mehr Leben. Da vorne kommt jetzt ein Gegner, den ich hoffentlich töten kann. Das hau ich jetzt mal auf den zweiten Screen-Ding hier drauf. Ein Feuerpfeil und ein Feuerball und der Keiler ist Geschichte. Ich brauche die Spruchrun sowieso nicht. Also warum nicht verwenden? Zu diesen zwei Leuten sollten wir uns mal nicht begeben. Die mögen uns nicht. Und zeigen das auch. Das sollte ich auch nicht lang gehen. Hier kommt man hoch. Und hier. Das ist übrigens eine vom Spieleentwickler vorhergesehene Methode, um in die Stadt zu kommen. Das ist jetzt nicht hier so, oh, du cheatest hier, das ist Exploit Using und hast sie nicht gesehen. Nein. Das ist eine ganz normale. Legale Methode. Ja, ganz normal legal. Wenn man nicht so blöd wäre und runterfallen würde. Verdammt, es hat beim ersten Mal so schön funktioniert. Nichts zu holen. Daraus merken wir, wenn wir vorher irgendwie, wenn wir vorhaben, irgendwelche Kunststückchen zu machen, vorher einfach speichern.